Hallo, Servus und Moin, Moin, liebe Leute. Kleinen Augenblick, wie jedes Mal teste ich erstmal, ob hier alles funktioniert. Mikro und alles ist an, wunderbar, bevor wir wieder eine böse Überraschung bekommen. So, in der letzten Folge hatten wir ja unter anderem diese Gruft gefunden, wo wir richtig gutes Loot abgreifen konnten. Und was wir jetzt machen wollen, bevor wir richtig anfangen mit dem Bauen, wir wollen natürlich so ein paar der Quests durchgehen. Unter anderem denke ich mal, dass wir uns den Alchemisten und die Jägerin freispielen. Denn da denke ich mal, da kriegen wir einige neue Sachen, die wir auch bauen können. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da am besten hin? Auf der anderen Seite, wir haben beim letzten Mal hier bei den Hochweiden die Schnellreise freigespielt. Heißt, den Tempel, den wir hier gebaut haben, den brauchen wir gar nicht mehr. Den können wir uns besser sparen. Wir können zwar 4 Stück bauen, 2 haben wir aber schon. Heißt, die Warte. So, wir wollen kommunizieren und zwar wirst du getilgt. So, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit, bevor der verschwindet. Und damit hätten wir dann zumindest die Möglichkeit, uns neu zu sortieren. Also. Dann, mal gucken, was holen wir uns zuerst, wenn wir gerade hier sind, ist der Alchemist. Da ist der Schmied. Da hinten ist der Alchemist. Können wir eigentlich gucken, ne? Ob wir uns erst den Alchemisten freihalten. Na, wir liegen ziemlich gleich. Die Jägerin, den setzen wir uns als Wegpunkt. 450 Meter. Und da muss ich natürlich gucken, dass ich auch den Gleiter ausgerüstet habe. Nicht, dass wir da. Okay, haben wir. Und fangen wir mal los, ne? Meter noch. Also wir hatten unter anderem ja auch den epischen Bogen, der im Moment aber noch schwächer ist. Ich hoffe, dass wir den auch aufwerten können. Eventuell auch mit Hilfe der Jägerin. Ach, die dummen Viecher, die blöden Viecher. Ja, dann kommt doch, kommt doch. So, die Bienen, wie gesagt, die kriegen wir ganz gut immer mit der Fackel weg. Oh. Ja, eigentlich schon. Okay, aber die haben den höheren Stand, ne? Die haben den höheren Stand. Wir müssen mal gucken. So, alles klar, die haben wir. Dann könnten wir natürlich auch mal testen, wie unsere Zauberstäbe so funktionieren. So, den geladen haben wir den, glaube ich, mit Eis. Ja, 9 Schuss haben wir da. Was haben wir denn hier? Aureolienblume. Okay, auch was Neues, denke ich. Schon. So, diese Fachwerkdinger, die sehen halt auch echt cool aus. So, wo sind wir denn hier jetzt? Das zeigt er mir nicht an, okay. Kurz mal hier reinschauen. Ich glaube aber, na komm, Garn können wir uns mitnehmen.
lassen wir noch mal stehen. Metallschrott, okay, den nehmen wir natürlich mit. Mal gucken, ob das Ding einen Keller hat. Natürlich hat es einen Keller. Oh, natürlich, jetzt weiß ich wieder. Plündern wollen wir dich. Da gibt es nämlich Brutlingsbeine und ein bisschen Garn. Ich höre es krabbeln, Leute. Komm, eine Kiste wirst du doch für uns haben, oder nicht? Eine Kiste solltest du doch mindestens für uns haben. Ups, Moment. Ausdauer, Regeneration. Nee, hier war nichts weiter. Okay, machen wir uns weiter auf den Weg zur Jägerin. Es sind nur noch wenige Meter. Okay, hier vorne ist auch schon der Ort, zu dem wir gerne hinwollen. Alles klar. Mal schauen, wie der bewacht wird, ne? Okay, ein paar Beeren könnten wir uns nochmal nehmen. Pilz. Und gleich hier natürlich das Miasma. Nee, da ist es, ne? Da hinten, nicht hier. Okay, aber trotzdem schauen wir mal hier hin eben kurz. Wer bist du? Okay, was wir vielleicht nochmal machen sollten mit Kuh, müssten wir eigentlich die Möglichkeit haben. Wir wechseln zu den Feuersteinpfeilen. Die sollten ein bisschen effektiver sein. Da wir ja sowieso... Na gut, eigentlich bräuchte ich noch ein paar Runen, Leute. Na, das sieht mir allerdings schon so aus, als hätten wir hier das Teil ganz gut bewacht, ne? Da ist eine Höhle. Wer ist er? Ein Mini-Wookie oder was? Okay. Fälle nehmen wir uns auf jeden Fall auch mit. Dann können wir uns hier nämlich nochmal... Da ist auch nochmal ein Fell. Hier ist nochmal ein Fell. Sind Fellsammler, die guten. Haben wir auch schon gesehen. Was haben wir hier? Gucken wir nochmal durch. Stein können wir... Gewöhnlichen Stein? Nee, wollen wir nicht. Aber was hat uns die Kiste? Naja, nur eine Bandage.
Äste und nee, brauchen wir auch nicht, Leute. Hier die Ecke. Wisst ihr, was wir mal. Na, nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Oder doch? Kann eigentlich nicht schaden. Kann eigentlich nicht schaden, Leute, wenn wir uns für alle Fälle in unser Inventar schauen. Wenn wir uns hier nämlich erstmal auf der Welt gucken. So. Ja, ja. Da ist die Schnellreise. So, die ist verschwunden. Heißt, wir sollten die Möglichkeit haben, wenn wir hier noch unsere 5 Steine kriegen, hier einen Altar hinzusetzen, ne? Falls denn wirklich mal was schief gehen sollte. Damit haben wir es. Das ist ja auch noch ganz nett. Wir können halt den Altar immer nutzen als Zwischenspeicherpunkt, sage ich mal. So, herstellen. Dann mal sehen, ob der sich. Okay, der lässt sich hier aufbauen. Sehr cool. Wenn wir die Jägerin haben. Guck mal, da ist nämlich auch schon wieder so ein Ewok. Und damit sollten wir relativ safe sein, auch wenn jetzt was. Und noch einer. Da kommt gleich der nächste. Wir haben keine Ausdauer mehr. Okay, da müssen wir. Na komm, komm. So, auch das ging relativ easy. Die Felle nehmen wir uns mit. Geht's nach oben. Würde ich sagen, dann gucken wir mal. Das sieht dann immer nämlich vielversprechender aus. Nee, aber zumindest das Harz nehmen wir uns mit. Na, und die Kiste, ne? Heilungsstrom. Und Mana-Trank. Okay. Also da wäre dann auch noch mal einer. So, den können wir uns auch greifen. Okay, mit dem normalen Zauberstab haben wir den auch den Rest gegeben. Tierfell nehmen wir uns. Alles klar. Ich hoffe, damit sind wir safe. Hier vorne ist dann die Flamme. So.
Krypta der Erbauer, die Jägerin. Gucken, ob wir hier noch oder wie viele. Okay, da oben ist auch schon der nächste. So, wir schnappen uns mal den großen Zauberstab mit dem Eiszauber. Oh, nee, nee, komm. Das machen wir so. Oh, 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 oh. Der. Wir müssen. Oh. So, das scheint ein Heiler zu sein hier. So, du. Bevor du hier nämlich anfängst. Das Fell nehmen wir uns. Und das harte Fleisch hätten wir nicht unbedingt gebraucht. Hier auch. Gucken, dass wir uns das Fell nehmen. Tierfell nehmen wir, Wasser nehmen wir, das Fleisch lassen wir liegen. So, ich denke mal, mit dem Bogen und dem Schwert kommen wir zurzeit noch am weitesten. Wird dunkel. Ja, ganz klar. Es wird dunkel. So, da müssen wir sehen, dass wir hier schnell auch, dass wir hier gucken. Dass wir hier gut vorbeikommen. So, da fehlt uns der Öffnungsmechanismus. Drei Stück davon. Okay. Moment mal. Können wir da dran? Wie wollen wir da dran kommen? So, da oben ist der Haken, aber mit. Da scheinen wir nicht hin. Moment. Eventuell. Nee, nicht gut, nicht gut. Müssen wir ein andermal nachschauen. Wir gucken erstmal, dass wir die Jägerin befreien können. Hier. Alles klar, dich haben wir schon mal. Ja, aber wie kriegen wir da oben das Teil? Oh man, die geben ganz schön Damage. Wir müssen echt versuchen, hier an den Haken zu kommen, ne? Okay, als Flammengeborener sehen wir schon. Das bringt uns nichts. So, gib uns mal eben eine Fackel. Hier ist mir das nämlich ganz schön duster. So. Da oben. Und da haben wir die Möglichkeit zu klettern. Ja, das wird aber ein Heavy-Sprung. Also wir müssten da hoch und dann schräg, ne? Ein andermal. Vielleicht finden wir auch noch. Okay, hier können wir.
So, Nummer 2. Damit fehlt nur noch der da oben. Der ist ein bisschen tricky, denke ich mal. Naja, vielleicht schaffen wir es noch. So, jetzt wollen wir aber erstmal die Jägerin hier befreien. Und da wir ja den Altar hier vorne gebaut haben, haben wir ja auch die Möglichkeit, uns da immer wieder hinzuporten erstmal. Okay, Leute, da wäre die Jägerin schon. Was haben wir denn hier? Position der Jägerin ist erreicht. Mal sehen, ob hier irgendwelche Gegner auf uns warten. Moment, ich guck mal hier vorne nochmal. Da geht's runter. Wollen wir uns oben nochmal umschauen. Die Krypta der Jägerin. So, und diese Pots, die hier stehen, Leute, die können wir nämlich, wenn wir vorhaben, die können wir nämlich zerstören, und dafür gibt es dann auch nochmal Metall. Ist immer ein bisschen anstrengend, weil die sind schon ziemlich resistent. Und halt ein bisschen was aus. So. Wenn wir die Hacke noch mal verbessern könnten, wäre das natürlich auch eine coole Sache. So, jetzt kam dreimal Metallschrott. Gibt er also nicht das meiste, aber wie gesagt, gerade wenn er am Anfang oder wenn euch am Anfang Metallschrott fehlt, die Teile bringen jeweils 3. Und wenn ihr da zusammenzählt, 3, 6, 9, 12, da gibt es schon ein bisschen was, ne? Da gibt es schon ein bisschen zusammen. Wenn jeder von denen hier 3, was haben wir hier? Metallplatten, sehr schön. Ja, komm, Leute. Wir holen uns die Jägerin. Und wir haben ein Trockengestell freigeschaltet. Und damit, also trockenes Fell. Speerhandschuhe plus 14 mehr unter Jägerin. Okay. Da gab es also schon so ein paar Sachen. Ein neuer Ort markiert. Und damit haben wir es im Prinzip geschafft. So, wir können noch mal schauen, ob wir nicht irgendwie an die verschlossene Türe kommen. Nur von hier oben muss ich sagen, da habe ich jetzt nichts gesehen. Da bleibt uns nichts anderes übrig als jetzt hier runter. Von der Seite. Ich glaube nicht, das wird genau das gleiche sein. Dann kommen wir auch wieder hier hin. Bringt uns nichts. Kommen wir hier nochmal eben rein. Der fetzende Paar auch nichts. Dieses Teil, Leute, das macht mir aber zu schaffen. Wie kommen wir an die Schräge ran, ist die Frage.
Wir haben hier auch keine. Wie kommen wir da dran? Da haben wir nochmal Harz. Stoff, ne, Bandage sogar. Ein paar Fellfetzen. Lass uns nochmal versuchen. Ah, fast, ne? Das sah fast so aus, als wenn wir es kriegen könnten. Wollen wir noch einen Versuch noch starten? Und wenn das nicht klappt, Leute, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Auch nah dran. Na gut, noch ein Versuch, Leute. Es ist halt auch sehr dunkel da, ne? Oder wir können ja mal probieren erst. Ob wir den mit dem Bogen irgendwie treffen können, aber sieht nicht so aus. Außerdem will ich da keine Feuersteinpfeile für nutzen, sondern wenn, dann die normalen Holzpfeile. Nee, bringt uns auch nichts. Kommen wir da mit Magie hin? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, Leute. Okay, wir sind da. Wir haben es geschafft. Leute, ich freue mich. So. Damit haben wir die Türe auf. Und schnappen uns die Kiste, ne? Ich hoffe, das hat sich jetzt wenigstens gelohnt. Knisternder Zauberstab mit 14 Schaden, selten. Na klar, nehmen wir mit. Und würde sagen, dann gehen wir mal wieder nach Hause. Denn die Jägerin, die konnten wir jetzt ja schon mal für uns gewinnen. So, ich muss mal gucken, wo habe ich denn den Dornet? Irgendwo, nee, hier hinten, glaube ich, im letzten. Da dürfte sich unser Beschwörungsstab befinden. So. Und damit du erstmal ein Dach über dem Kopf hast. Packen wir dich so lange nach hier, ne? Hoi. Die Welt der Lebenden ruft mich erneut. Ich bin eine Jägerin. Ich kann dir helfen zu überleben. Lass uns unsere Zeit nicht vergeuden. Okay, wir sprechen mal mit ihr. Gemeinsam überleben. Lass uns gemeinsam überleben. Ich kämpfe schon lange genug ums Überleben, um zu spüren, wenn ich nicht alleine bin. Ich fühle, dass noch andere Schlafende auf uns warten und dass wir mehr tun müssen, als nur durchzuhalten. Wir müssen uns niederlassen, etwas anbauen, das Land wiederbeleben. Ich erinnere mich vage an einen Ort. Dort gibt es eine weitere Krypta. Geh nun, wir vertrauen auf dich. Okay. Und wo finde ich Salz? Pelze konservieren können wir mit Salz. Okay, ein neuer Marker für eine Salzmine oder so. So, was kannst du uns denn bauen und was kannst du verbessern? Wir brauchen auf jeden Fall... So.
Halt, Langbogen, der ist schon, da geht nicht mehr. Tierfell kannst du machen, Trockengestell. Eine Harzfackel und eine Wachsfackel. Ein Speerset. Okay, Teppiche und Teppiche kann man machen. Dafür brauchen wir. Komm, einen so einen Teppich machen wir uns mal, würde ich sagen. Be the hunter, not the hunted. Passt jetzt zwar nicht unbedingt in die Schmiede, ne? Packen wir hier vors Bett. Ist ein bisschen gemütlicher. So. Ja. Und dann kriegst du morgens nicht gleich immer kalte Füße. Okay, alles klar, liebe Leute. Dann machen wir hier mal einen Cut und beim nächsten Mal weiter. Gucken, dass wir uns den Alchemisten unter anderem holen. Aber hier können wir ja auch noch ein bisschen was machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar, ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut und bleibt gesund.